Falk, wir haben uns hier zusammengefunden in stillen Gedenken an Sam. Simon, das ist korrekt. Sam war ein guter Mann. Ich würde jetzt nicht sagen Freund. Speziell in den letzten 10 Minuten seines Lebens war er sehr gut. Richtig, richtig. Dennoch würde ich eher sagen, vielleicht eher ein Bekannter, eine Telefonbekanntschaft. Und er hat in den letzten Minuten seines Lebens hat er uns doch nochmal gezeigt, dass einiges in ihm steckt. Aber schlussendlich dennoch versagt. Dennoch versagt. Er hätte, statt im Schrank zu bleiben, einfach mal und uns zu schreiben, hätte er einfach mal die Beine in die Hand nehmen sollen. Gut, das hätte ihm jetzt auch nichts gebracht, weil dann würde er auf dem Boden liegen. Aber er hätte vielleicht rennen können, aus dem Fenster rausspringen und dann vor diesen blöden Zombies abhauen, die da rumgekommen sind. Oder so. Obwohl, warte mal, es waren Zombies. So, naja. Wissen wir das? Ich glaube, er hat geschrieben, dass da irgendwie Zombies sind. Achso, der Raum ist voller Zombies, hat er noch geschrieben, stimmt. Ja. Naja, glücklicherweise leben wir in einem Universum, wo man auch nochmal zurück in der Zeit gehen kann. Und das machen wir jetzt auch. Und wir sind also jetzt wieder zurück an der Stelle, wo Sammy ins Bettchen geht. Mhm. Wir haben nochmal den Spielstand geladen, ne? Und ja, ich habe das schöner ausgedrückt, Mensch. Ach so, Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich es versaut. Also wir haben alles nochmal geladen und jetzt sind wir also bei der Frage, wo Sam uns sagt, hey, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, Hank schon einmal gesehen zu haben. Und dann haben wir schon gefragt, ja, hast du das vielleicht bereits? Und dann sagt er, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie auch immer, ich sollte jetzt mal ein bisschen schlafen gehen. Und er macht sich morgen so schnell wie möglich auf den Weg. Genau. Dann stellt er fest. Und jetzt ist er nämlich schlafen gegangen. Und jetzt kommt dann der neue Abschnitt hier. Ich habe etwas gehört. Genau. Keine Ahnung, was das Geräusch verursacht hat, aber es war laut genug, um mich zu wecken. Genau, da hatten wir uns ja noch gefragt, warum er schon nach 2 Stunden wieder aufwacht und das war die Erklärung. So, und jetzt können wir... jetzt haben wir die Option, vielleicht waren es Hank und Louise oder das gleiche Geräusch wie das beim Abendessen. Und das war, glaube ich, das letzte Mal, was wir gesagt haben, ne? Nee, ich glaube, wir haben ihm dann gesagt, dass er nicht runtergehen soll. Ich glaube, jetzt bei dieser Frage haben wir, glaube ich, gesagt, ob es nicht das gleiche Geräusch ist wie beim Abendessen. Genau, wollen wir das auch wieder nehmen? Macht Sinn, oder? Also ich würde das nehmen und dann sagen, jetzt geh aber auch mal runter. So. Ja, warum nicht? Ja, oder? Also wir fragen, ob das gleiche Geräusch wie beim Abendessen ist. Und dann sagt er. Erstmal nix. Sagt er, schweigt er. Hatten wir das letzte Mal auch schon irgendwie beim ersten Mal. Gut, dann mache ich noch kurz zu. Ja, aus und an, hilft immer. So. Ah ja, genau, jetzt sagt er hier, ja, denke schon, bin mir aber nicht sicher, nachdem wir gefragt haben, ob es das Abendessen ist. So, und jetzt ist es abwesend und jetzt? Ah ja, Hank und Luise sind jedenfalls schon vor Stunden schlafen gegangen, okay. Okay, so, und jetzt haben wir ja gesagt, das letzte Mal, schlaf besser weiter, aber jetzt sollten wir vielleicht die andere Option nehmen, Falk, was sagst du? Ja, geh und sieh nach, ja. Genau. Ja, ich meine, große Option haben wir ja nicht, ne? Genau. Ja, sagt er. Ich bin jetzt ohnehin hellwach. Ah ja, gut, das hätte das letzte Mal auch sagen können. Ja gut, das ist erstmal 10 Minuten weg. Also ich bin ja sehr gespannt, was da unten auf uns wartet, denn ich hätte jetzt eher gesagt, geh lieber nicht runter. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, wir sind sicher in unserem Zimmer, aber ja. Wir hatten auch nicht die Option zu sagen, ihr verbarrikadier dich. Ja, oder halt verlass das Zimmer ganz schnell, ne? Das ja, oder, irgendwie ja, war, ja. Stand plötzlich da, dass überall Zombies waren. Ja? Von daher mal gucken, was jetzt ist. Ja, okay. So, mal sehen. Also 10 Minuten später. Ich habe Hank gerade dabei beobachtet, wie er aus dem Keller gekommen ist. Ach, guck.
Eben meinte er noch, dass die ja schon schlafen. Aber gut, ja. Zumindest vermute ich hinter dieser Tür ihren Keller. Was hat er dort bloß mitten in der Nacht zu suchen? Ja, man braucht ja auch mal ein bisschen. Er hat vielleicht sein Hobbyraum da unten, ne? So. Okay, und jetzt können wir sagen. Sehr verdächtig. Oder halte dich da besser raus. Ja, und wir müssen ja runtergucken, ne? Es ist halt einfach sehr verdächtig. Es ist halt einfach sehr verdächtig. Man darf ja nicht lügen, ne? Und wenn es sehr verdächtig ist. Allerdings, sagt er. Ich denke, ich sollte mich dort mal etwas umsehen. Na, wenn er meint, ich weiß nicht. Bis gleich. Oh, jetzt ist er 5 Minuten weg. Was meinst du, was wir da finden? Wir hatten ja das letzte Mal schon überlegt, ne? Ob es irgendwie Tochter oder Sohn irgendwie ist, der infiziert ist oder so. Oder würde vielleicht halten sie sich da irgendwas, obwohl dann hätt's. Vielleicht ist es ihre Privatarmee, diese Zombies. Obwohl, dann hätten sie dir nicht erst was zu essen gegeben und dann nachts auf den Hals gejagt. Das wäre auch albern. Ja. Nee, ich meine, es wurde ja auch gesagt, dass draußen die Herde in unsere Richtung gezogen ist, ne? Also deswegen konnte er dann auch nicht mehr raus. Also es war ja zu einem Sturm und zum anderen kamen dann auch noch so ein paar Zombies angelaufen. Meine ich. Na gut. Schauen wir mal, was er herausgefunden hat, der kleine Sam. Das wirst du mir bestimmt nicht glauben, aber hier unten ist ein Mann. Gut, das klingt jetzt erstmal relativ locker. Kann nicht so schlimm sein, wa? Ja, na gut. Ja. Verdammt, damit hatte ich nicht gerechnet. Was? Ein anderer Mensch? Er ist an einen Stuhl gefesselt. Okay, gut, das haben wir jetzt auch schon so. Okay, was? Können wir jetzt fragen? Oder ein Gefangener? Was wären die spontane erste Reaktionen? Was? Ja, machen wir. Also ich würde nicht fragen, ein Gefangener? Ja. Was? Okay, und wir sagen, was? Und was sagt er? Ja, wirklich. Das ist mein voller Ernst. Ja, wir haben es begriffen. Ist schon okay. Jetzt komm, Details. Ich glaube, er ist vom Militär. Ach, guck, er ist vom Militär. Ist das vielleicht hier der Bruder von ihm oder so? Ja, nee, gut, das hätte er wahrscheinlich schon gesagt, ne? Ja, zumindest trägt er Tarnkleidung. Das ist ja spannend. Okay, was siehst du noch? Können wir fragen? Oder hat er dich bemerkt? Also, da er gefesselt ist, ist das ja völlig egal, oder? Naja, aber hat er dich bemerkt? Ich würde also, eher es fragen. Klingt ja so, als wäre es kein Zombie da unten. Guter Punkt, ja. Ich würde trotzdem irgendwie fragen, was siehst du noch? Also das, oder? Also ob in dem Raum halt noch mehr ist. Ja, könnte, ja. Nee, ist gut, vielleicht ist da noch eine Falle, die wir sonst übersehen würden. Oh, ja. Ihm wurde ein Sack über den Kopf gestülpt. Ja, okay, gut. Das da halt beantwortet die Sehnenfrage. Hier ist verdammt viel Blut. Stammt das von ihm? Ja, woher sollen wir das wissen? Warum? Gut, ich meine, die Frage ist auf jeden Fall besser als, fährst du gerne Fahrrad oder so? Oder die anderen Fragen, die er uns immer gestellt hat das letzte Mal. Hier sind so seltsame Werkzeuge neben ihm aufgereiht. Wird er etwa von Hank gefoltert? Warum sollte Hank so etwas tun? Wäre eine Option, die wir sagen können. Oder nimm ihm den Sack vom Kopf. Ja, genau. Oder? Sollen wir das machen? Nee, der beißt uns doch. Nee, frag mal, warum das Hank tun sollte. Cool, ja. Erstmal so. Passiv rangehen. Keine Ahnung, ja. Logische Antwort eigentlich. Ja, gut, jetzt hätten wir es auch. Ja. Oh, verdammt, ich höre Schritte. Es ist so geil, dass er immer noch in dem Moment schreiben kann. Ja, ist wirklich ein bisschen albern, aber okay. Und vor allem so fehlerfrei, ne? Wenn ich was schreibe, muss ich irgendwie dreimal meine Nachricht korrigieren, weil meine, und selbst dann kommt sie noch falsch an. Weil meine Fingerchen zu dick sind und die Autokorrektur komische Sachen macht. Und er macht hier perfekte Sätze in sehr, sehr kurzer Zeit unter sehr widrigen Umständen. Hank, ich glaube, er kommt. Du musst das mit ein bisschen mehr Inbrunst auch vortragen, ne? Das kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. So, okay, bitte was? Also, was ist das denn jetzt? Wir können jetzt sagen, dass wir den Mann gefesselt lassen sollen, oder wir können sagen, binde ihn los, aber das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Ich hätte jetzt gesagt, versteck dich irgendwo im Raum. Ja, eben.
Das sind so solche, das ist in Spielen, sowas mag ich immer nicht. Dieses, was war denn das eine Spiel, bei dem mich das total genervt hat, dass ich nicht weiterspielen konnte? Ja, dieses L.A. Noir, glaube ich. Mhm. Kannst du dich erinnern? Mhm. Das ist auch so ein Detective und das, ja, so ein das Krimi. Spiel macht da so ein bisschen die Runde, weil es so tolle Facial Expressions hat, die man auch dann lesen musste, um gewisse Fragen oder... Man kann auch sagen Gesichtsausdrücke, aber... Was habe ich gesagt? Facial Expressions. Ach so. Aber ist schon okay. Ja, okay. Aber das, also gefühlt habe ich das Spiel, also ich konnte das nicht spielen, weil das war so gefühlt, alles, was ich sagen konnte, hat eine random Konsequenz gehabt. Und dann war es halt so und du konntest es nicht ändern. Weißt du, das ist so, wenn du irgendwie einen Dialog führst in Videospielen und als Preview des Dialogs wird, werden dir 5 Worte gesagt. Und du weißt nicht, was sich hinter diesen 5 Worten verbirgt. Ja. Und dann klickst du es. Und dann ist es eine ganz andere Frage oder ein ganz anderer Satz, als den du eigentlich sagen wolltest. Das Schönste ist, wenn dieser Preview-Satz nett klingt und dann klickst du den, dann rastet dein Charakter voll aus und haut dem anderen direkt ins Gesicht. Aber hier haben wir das Problem ja nicht. Ich meine, hier ist ja relativ klar, was wir sagen können. Aber es ist nichts, was ich tun würde in dieser Situation. Genau. Also kann ich mich zwischen 2 Scheiß-Empfehlungen nicht entscheiden. Also binde ihn los, lass ihn gefesselt. Also es ist völlig random. Es ist etwas, was ich nicht tun würde. Weißt du? Also, ich meine, es würde nur dann Sinn machen, wenn Hank uns schon nach dem Leben getrachtet hätte und wir jetzt einen Verbündeten brauchen. Aber das, ja. Also, ja. Also weißt du, ich kann jetzt, also mein Problem ist in dem Fall, und wir können uns gleich entscheiden, aber mein Problem ist in dem Fall, also man müsste raten, was jetzt die richtige, in Anführungszeichen, Lösung ist. Also binde ihn los, kann sein, ja, weil er ist ein netter Typ und er, weiß ich nicht, macht irgendwas Unvorhergesehenes und dadurch gewinnen wir. Oder halt auch nicht. Also, oder es ist halt die falsche Antwort. Also das ist. Ja. Und wir wissen auch nicht, ob, wenn wir ihn gefesselt lassen, ob er sich dann automatisch versteckt vor Hank oder ob Hank uns dann zur Rede stellt. Und ja. Na gut, aber ich tendiere trotzdem zu, lass ihn gefesselt, weil wir wissen einfach nicht. Selbst wenn es kein Zombie ist, kann der Typ voll ausrasten und uns auch gefährlich werden. Das bringt uns dann auch nicht viel. Ich tendiere auch dazu, ja. Ja. Aber, ja. Nee, mach mal. Kann auch falsch sein. Logisch. Ich will nur noch Chance mal ganz steht kurz bei 50%. Genau. Ich will nur noch kurz daran erinnern, wir hatten ja, als wir die Straße entlang gegangen sind, hatten wir Grasspuren, also Spuren im Gras entdeckt. Ne? Ich frage mich gerade, ob der das vielleicht ist. Also ob der Typ sich da lang geschlurft hat, auch in Richtung Farm oder so. Naja, mal sehen. Okay, also oder ich mach mal, lass oder ihn gezogen gefesselt. Wurde. Oder gezogen wurde, ja. Also lass ihn gefesselt. Mhm. Obwohl, es wurde in der letzten Episode auch erwähnt, dass der Hank und die Isolde, oder wie sie auch immer hießen, nicht so aussehen, als würden sie eine Schrotflinte bedienen können. Also die sehen, glaube ich, nicht sehr, sehr stark aus. Okay. Ja gut, nicht so aussehen und nicht können, ist ja nicht. Okay, gut. Na gut, stimmt. Gut. Man soll nicht vom Äußeren auf den Johnny. 1 Stunde und 20 Minuten vergehen jetzt, bis sich Mr. Sam wieder meldet. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Hoffentlich hat er sich versteckt währenddessen. Tja. Oder, ja, also ich glaube nicht, dass er 80 Minuten mit Hank gekämpft hat oder sowas. Schauen wir mal. Also, okay. Mhm. Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Aber dir zu schreiben ist einfach nicht möglich gewesen. Sonst hat er damit kein Problem, während er rennt, läuft, kriecht, sich versteckt, verfolgt wird. Das stimmt. Hier, klicke die Klick-Klick. Ich will weiterlesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was in dem Keller passiert ist. Hat er das nicht schon mal geschrieben? Also, halt nicht im Keller, sondern... Okay, wir können... Ja, also wir können jetzt sagen, ob es dir gut geht oder erzähl schon. Ja, können wir machen, erzähl schon, oder? Ja, klar. Zack, zack, zack. Her mit den Infos. Das war echt das pure Chaos. Meine Hände zittern immer noch. Ja, immerhin hat er noch welche, die zittern können, ne? Okay. Hank kam herein. Er rief, ich dürfte nicht hier sein und dass er keine andere Wahl gehabt hatte. Er stammelte etwas über seinen vermissten Sohn und dass das Militär dahinter stecke. Aha. Angeblich war der Soldat gekommen, um sie vorzubringen, aber dann geschah alles wahnsinnig schnell. Also, okay, sein Sohn war schon vermisst und dann kam Militär-Heinis und wollte sie fortbringen. Oder war der Sohn noch da, als die fort... Okay, mal gucken. Irgendwie musste er den Soldaten...
den Soldat geschafft haben, sich zu, was, irgendwie musste es der Soldat geschafft haben, sich zu befreien. Okay, alles klar. Doof. Ich weiß nicht, was er in den Händen hielt, aber er stach damit wie wahnsinnig auf Hank ein. Mhm. Aber hey, immerhin, also ist nicht unsere Schuld. Wir haben ihn ja nicht freigelassen, ne? Also wir können mit ruhigem Gewissen sagen, hey, Hank, sorry, da bist du schuld. Du hast nicht den dreizackigen Dopplerknoten benutzt für deine Fesselkunst, da selbst schuld, ja. Schleifchen vielleicht nur gemacht. Genau. ja, okay, so. Ich versuchte, ihn aufzuhalten, aber es war zu spät. Louise musste von all dem Lärm wach geworden sein. Jedenfalls stand sie plötzlich schreiend im Keller. Der Soldat warf sie zu Boden und floh. Mhm. Woher kommt der Floh jetzt plötzlich? Ich wollte haargenau den gleichen Witz machen, aber ich wusste nicht ganz genau, wie ich es einbetten sollte. Okay, also Floh, okay. Interessant, ja, aha. Dann hat er den also, ja, einfach umgehauen, okay. Ich bin ihm in den Wald gefolgt und dabei fast getötet worden. Was? Auf der Farm waren überall Tote. Was? Aber ich habe ihn verloren und jetzt sitze ich mitten im Wald. Oh, was ein Depp. Warum ist er denn überhaupt hinterhergerannt? Naja, ist gute Frage. Da ist ein erstklassig ausgebildeter und starker Militärhändler, der gerade jemand anders abgestochen hat. Ich laufe diesem Typ nicht hinterher. Ja gut, ohne dass er es bemerkt, hinterherlaufen ist vielleicht nicht doof, ne? Dann führt er dich ja vielleicht irgendwo hin. Ja, zu seinen coolen Kumpels, die dich dann alle zusammen töten oder sowas. Außerdem ist der wahrscheinlich mit seiner Ausbildung besser in der Lage zu erkennen, ob er verfolgt wird oder nicht, oder? Also ich weiß nicht. Ja, aber du bist dann ja wahrscheinlich, wenn du da bleibst, wo er wegrennt, ja, um seine Kumpels zu holen, bist du da wahrscheinlich weniger sicher. Nicht? Gut. Ja, okay. Na, so, gucken wir gleich mal weiter. Aber hier noch ganz kurz notiert, auf der Farm waren überall Tote, ne? Jetzt also ist nicht ganz eindeutig. Ja, es ist aber nicht ganz eindeutig, ob das wirklich Tote sind, weil der Hank und der Militärhändler da schon mal ein bisschen Party gemacht haben oder ob das Zombies sind. Ich nehme an, es sind Zombies. Aber auf jeden Fall haben wir unsere Theorie bestätigt, dass ja eben mit dem Sturm auch die Herde gekommen ist. So. Mhm. Jetzt sitzt er im Wald. Mhm. Okay. Oh, jetzt können wir sagen, geh zurück zur Farm. Oder bist du in Sicherheit? Hm. Ich würde das zweite machen. Bist du in Sicherheit? Ja, fragen wir mal, ne? Fragen wir mal nach. Ich würde echt nicht zur Farm zurückgehen. Nein, ich weiß nicht. Ja, was nu? Hm. Nein, oder ich weiß nicht. Mann. So sicher ich mitten in der Nacht im Wald wohl sein kann, aber ich kann unmöglich zur Farm zurück. Denke ich nämlich auch. Ist da? Ja, richtig. Ich meine, wenn da überall Tote waren, ist das blöd. Aber auf so einen Baum klettern, ich meine, das ist relativ sicher, glaube ich, oder? Weiß nicht. Hank ist nur meinetwegen gestorben. Ich habe Hank abgelenkt. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Gut. Wir haben gar nichts gemacht. So genau hat das jetzt nicht beschrieben. Ja, okay, dann hat er das eben gemacht. Wir sind aber nicht schuld. Wir haben nicht gesagt, lenk Hank ab. Hat er auch nicht beschrieben. Nö, ich sage ja nur, dass wir, also du und ich, wir alle, alles cool. Also wenn jetzt, wenn morgen ein Regierungsvertreter an unsere Tür klopft und sagt, hier, sie haben doch da mit dem Telefon mit jemand geschrieben, da gab es jetzt ein Problem, dann können wir sagen, hey, sorry, wir wollten sagen, versteck dich lieber, aber das Telefon hat uns nicht gelassen. Bei uns war nur der Empfang schlecht. Genau. Hank, das war ein wenig Sturm, ich habe Hank abgelenkt. Okay, gut, so. Oh, jetzt können wir sagen, da ist was Wahres dran oder sei nicht so hart zu dir. Ah ja, bitte, das Offensichtliche. Also, da ist was Wahres dran. Haha, nee, sei nicht so hart zu dir. Ja, genau. Wie kann ich denn anders? Das alles wird immer noch schlimmer. Wann wird das aufhören? Wird es überhaupt jemals aufhören? Also, jetzt übertreibt er aber auch ein bisschen. Jetzt so viel hat er jetzt auch noch nicht erlebt. Jetzt ist wieder der alte Sam da. Genau, gleich fragt er uns, ob wir irgendwie Marmeladenbrot mögen. So, jetzt können wir sagen, gewöhn dich besser dran oder es wird sicher alles gut. Also in dem Fall können wir natürlich so ein bisschen härter sein und sagen, pass mal auf, sorry, du lebst jetzt einfach in einer harten Welt. Da müssen wir nicht um den heißen Brei drum rumreden. Ja, aber das ist vielleicht spiele ich solche Spiele deshalb auch falsch. Ich weiß nicht, aber das ist jetzt auch wieder so ein Ach, du meinst, dass wir gleich... Oder, so eine 0- oder 1-Antwort. Hm. Richtig oder falsch? Ja, was? Keine Ahnung. Hm. Also, weißt du, wir wissen ja doch eigentlich nichts. Also, er ist gefühlt, würde ich jetzt sagen, ist es so ein bisschen eine Mimose, aber
In der letzten Folge von uns war es zum Beispiel überhaupt nicht so. Also der Sam von letzter Folge, dem würde ich das sagen, hier, gewöhn dich mal besser dran. Mhm. Dem Sam in der aktuellen Folge jetzt, beziehungsweise in der vor zwei Folgen, würde ich jetzt wahrscheinlich eher sagen, ja, es wird sicherlich alles gut. Ja, gut, dann machen wir das so. Machen wir das so. Weil einfach der Sam, der ist gerade im Wald alleine, Hank ist tot, da kann man natürlich mal nett sein. Also machen wir mal, es wird sicher alles gut. Auch wenn es eine Lüge ist, aber sorry, geht jetzt nicht anders. So. Ich verstehe, dass du mich aufbauen willst, aber kannst du dir vorstellen, wie schlimm das alles ist? Siehst du, war es scheinbar die falsche Antwort. Jetzt Punkt, schreibt der Punkt, 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 Punkt. Leute, die Punkt, Punkt, Punkt schreiben, das ist das Schlimmste. Entschuldige, ich will echt nicht gemein zu dir sein. Das alles wird nur langsam zu viel für mich. Ja, dann leg dich neben den Baum und stirb. Die Sonne wird sicher bald aufgehen. Ich sollte etwas schlafen, solange es noch möglich ist. Ich würde auf den Baum gehen, du Heini. Ich werde mich bei Tagesanbruch bei dir melden. In Ordnung? Mal sehen, ob er das noch kann. Kann sein. Ah, okay. Und wir können jetzt sagen, ich werde auf deine Nachricht warten oder in Ordnung. Komm, wir sind nett, oder? Wir warten auf seine Nachricht. Wir bauen ihn so ein bisschen auf. Wir sind ja sein, ne? Wir sind sein Strohhalmfaden, an dem er sich noch klammern kann in dieser bösen, grausamen Welt. Der bekannte Strohhalmfaden. Du bist wirklich ein wahrer Freund. Naja gut, ich würde es nicht übertreiben, Sam, aber... wir haben Tag 2 abgeschlossen. Stimmt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt, ja, okay, cool. Wie beim letzten Mal brauchen wir die Prozentzahlen ja nicht vorzulesen, die hier jetzt angezeigt werden, weil die spielen jetzt eh keine Rolle, weil das eine Offline-Version ist. Aber wir können ja mal sagen, was hier für Statistiken ausgewertet werden würden. Tod. Das wollte ich ja nicht sagen. So und so viele Spieler sind an Tag 2 gestorben. Okay, das würde dann für uns auch gelten, nicht? Für uns aus der letzten Folge. Das würde mich schon interessieren, wie viel es denn sind. Okay, gucken wir weiter. Hausfriedensbruch. Du und so viel der Spieler sind in das Farmhaus eingebrochen. Wieso eingebrochen? Da war doch die Tür offen. Ja, aber eingedrungen würde man wahrscheinlich besser. Aber, also, sind ins Farmhaus gegangen. Das ist wahrscheinlich das Neutralste. Okay. Der Soldat im Keller. Du und so viel der Spieler haben sich den Soldaten zum Feind gemacht. Okay. Wahrscheinlich, wenn du die Kapuze abmachst und dann sagt er sowas wie, ey, hier, lass mich mal los. Also, mach mich mal los. Und wenn du dann sagst, nee, dann wird er wütend. Wahrscheinlich. Nehme ich an. Und hier, hart erkämpfte Beute. Du und so viel der Spieler verpassten die Chance, sich zu bewaffnen. Was? Waffen? Ich weiß, also, vielleicht habe ich dem Spiel ein bisschen, wie sagt man? Unrecht getan. Auf mich wirken halt meine Optionen immer sehr, sehr schwarz oder weiß. Weiß ich mein? Aber scheinbar hat man noch viel mehr Optionen, also kann eine Kombination von Antworten mittel- oder langfristig zu anderen, komplett anderen Lösungen führen. Ich finde dennoch irgendwie die Wahl der Antworten manchmal komisch irgendwie, aber ja, ich könnte es nicht. Ich finde, die klingen manchmal so, wie als würden sie auf derselbe hinauslaufen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, so ja, ist in Ordnung oder ja, ich werde auf deine Nachricht warten, dann ist das für mich irgendwie so, okay, im Grunde genommen wird dort eine Entscheidung angeboten, aber am Ende ist es nicht wirklich eine. Also so wirkt es auf mich. Du weißt es natürlich nicht, ne? Vielleicht ist es ja doch irgendwas später. Ja, entweder das oder halt, sie sind die, also weil es halt immer nur zwei Antwortmöglichkeiten sind, sind es die gefühlt oft die zwei extremsten Optionen. Ja, so was wie, geh runter oder bleib halt hier. So. Genau, also weiß ich nicht, bleib stehen oder renn weg, während aber, vielleicht noch geh nach links und versteck dich unter der Treppe oder ich finde es interessant, dass Licht wir halt, aus oder so. Wo hätten wir denn eine Waffe herbekommen sollen? Das finde ich interessant, weil klar, im Haus konnten wir nach unten gehen und
Ja, vielleicht. Es hieß ja, dass die ganze Wand mit Schrotflinten voll hing oder hieß es nicht irgendwie sowas? Entweder das oder hier, der Typ, der sich in dem Gras weggeschlichen hat, vielleicht hätten wir den gefunden und der hätte eine Waffe dabei gehabt oder so. Na gut, guck mal weiter. Der zurückgelassene Freund. Du und so und so viel der Spieler sind den Vorfällen im verlassenen Lager nicht nachgegangen. Haben wir das Lager verpasst? Krass. Könnte halt etwas zu tun haben mit, wenn man nicht ins Farmhaus geht vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Oder war nicht ein Lager, war ein Lager, bevor wir zur Farm sind? Da war irgendwie so ein Brückenkopf, glaube ich. Aber na, das ist ja interessant. Also da ist ja auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Ha, gut, machen wir weiter. Das ist schon die letzte. Ach so, genau. Gibt ja bloß 5 von 5. So, das heißt, okay. So, und das heißt hier 6 Stunden später und Sam wacht dann hoffentlich gleich wieder auf. Tag 3 ist das dann. Oh, jetzt kommt hier nochmal ein Bild. Tag 3! Fängt schon richtig schön an. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie beschissen ich geschlafen habe. Nee, kann ich wirklich nicht. Ja, aber man kann ja auch, also was ist das für eine Begrüßung, Sam? Man kann ja erstmal auch Hallo sagen. Nö, dann wäre es auch wieder sonst. Nee, ist schon okay. Oh Mann, okay. Sagt er. Oh Mann. Oh, schönen und guten Morgen. Wir können sagen, schönen guten Morgen, Sam. Ich habe gerade einen Kaffee und du? Ist etwas passiert? Wäre die Alternative, würde ich fast wählen. Okay, machen wir. Außer, dass ich mich sogar noch schlechter fühle als letzte Nacht? Nein. Mhm. Oh Mann, meine Laune ist heute irgendwie auf dem Tiefpunkt. Okay, aber dann haben wir es ja immerhin dann hinter uns. Also nach heute. Dann geht es jetzt also wieder aufwärts, oder? Das ist ja schon mal ein Lichtblick dann auch. Wieso denn? Oder das ist verständlich. Ja, das ist verständlich. Ja, wir sind nett. Oder? Ja, wir sind nett. Danke, dass du mich verstehst. Macht die ganze Sache tatsächlich etwas erträglicher. Siehst Ach du? Mensch, Sam. Jedoch habe ich überhaupt nichts mehr bei mir. Gar nichts, oder? Wie sieht das aus? Ja, nur. Und wenn wirklich gar nichts, dann will ich die Details gar nicht so genau wissen. Gucken wir mal. Ich hatte einen Kompass, der liegt jetzt im Gästezimmer der Farm. Mhm. Echt? Wussten Davon wir das? Nö. Das erzählt er uns jetzt. Danke, Sam, für die Information. Moos wächst auf der Nordseite eines Baumes und schon hast du deinen Kompass in der Natur. Mehr muss man nicht wissen. Genau. Naja, ich muss erstmal richtig wach werden. Danach werde ich versuchen, wieder die Straße zu finden, um von dort aus in die Stadt zu gelangen. Mhm. Was will er jetzt wieder in der Stadt? Sam, könntest du uns vielleicht fragen, wohin du sollst? Supermarkt so, oder so. Wir können jetzt sagen, hast du einen Anhaltspunkt oder du schaffst das schon? Ja, Anhaltspunkt, wa? Okay, mach mal. Aber ich finde das gerade nicht. Sam, du fragst uns nach jedem Mist. Ja? Warum fragst du die wichtigen Entscheidungen nicht uns? Mensch, Sam. Naja, ich befinde mich auf einer Lichtung. Um mich herum sehe ich nur Bäume. Das haben Lichtungen meistens so. Moment. Da sind Fußspuren. Ja, ich wette, das sind seine eigenen. Sie führen direkt zu der Stelle, an der ich schlief. Ja, es sind deine eigenen. Das macht ja auch Sinn. Heide Bimbam. Es war nachts jemand bei dir, können wir jetzt sagen. Oder können sie schon vorher da gewesen sein? Können sie schon vorher da gewesen sein? Wie wäre es mit der dritten Option? Könnten es vielleicht deine gewesen sein, Schnuffi? Hm. Okay, also ich würde aber trotzdem fragend. Wir wollen ja hier niemandem was unterstellen. Also können sie schon vorher da gewesen sein, oder? Das wäre ziemlich unwahrscheinlich, oder? Warum? Wieso? Es war dunkel, als der sich da hingelegt hat. Natürlich könnte er Fußspuren gewesen sein. Außerdem hat er auch gestürmt und geregnet. Ne? Da ist der Boden nass und feucht und so. Ja, natürlich, warum nicht? Außerdem, es ist ja noch nicht gesagt, ob das menschliche Fußspuren sind. Könnte ja auch die eines Wiesels sein, zum Beispiel. Sagt man dann Fußspuren? Ja, was sagst du denn das? Hufspuren oder was? Nee, einfach nur Spuren. Ach so. Oder? Also. Ja, wie jetzt? Also hat ein Tier keine Füße oder was? Was ist das denn jetzt hier für ein... Nee, tatsächlich, glaube ich, sagt man bei Tieren nicht Fuß. Ha. Aber ich bin kein Profi. Also, aber man sagt aber Paarhufer. Also sind es ein Hufsporen oder so, wenn eine Kuh langläuft. Naja, egal. Außer wenn es ein Habicht ist, ne? Dann ist es kein Huf. Aber okay. Also, völlig ausschließen kann ich es natürlich nicht, ja, sagt Sam.
Gib mir einen Moment, ich sehe mir das mal genauer an. Das ist eigentlich total schade. Ich würde mir wünschen, dass das Spiel auch so ein bisschen mit visuellen Sachen arbeitet. Und das wäre jetzt perfekt, um so ein Bild rüber zu schicken. Habe ich auch gerade überlegt. Also man müsste natürlich irgendwie vorher erklären, dass er nicht mehr so gut sehen kann. So. Vielleicht ist ein bisschen angeschlagen, sieht gerade nur unscharf. Kannst du mal bitte das Foto hier analysieren? Und dann könnte man nämlich gucken, was das für Fußspuren sind. Das wäre doch lustig. Ja, man muss es aber nicht mal so einbauen. Also so, dass man selbst das macht, statt der Person, die da ist. So einfach nur so als Info. Ich meine, wir schicken ja in echt auch irgendwie Bilder rum, ohne dass ich der Person sage, hey, guck mal da, kannst du das lesen? Ich sehe es gerade nicht so richtig. Also einfach nur so, hey, guck mal Info hier. Mach dir mal ein eigenes Bild. Wäre schon lustig, ne? Okay, muss mal gucken. Also. Ich bin mir ganz sicher, dass hier letzte Nacht ein Fremder bei mir war. Seine Spuren führen nur ganz knapp an meinem Schlafplatz vorbei. Okay. Hat er dich beobachtet, können wir jetzt fragen. Oder jedenfalls hat er dir nichts getan. Also das stimmt ja auch wahrscheinlich, ne? Also er lebt zumindest noch. Würde ich auch sagen, weil hat er dich beobachtet, ist wieder so eine Fangfrage, ne? Also es wird wahrscheinlich dann einfach nur heißen, nee, woher soll ich das wissen? Ja, genau. Also mal sehen. Beruhigen wir unseren Sammy mal. Das nicht, aber er hat mich, glaube ich, beobachtet. Was? Was? Warum? Ich weiß warum. Ich weiß, wohin man das weiß. Ja? Okay, erzähl. Zwei Fußspuren sind besonders tief. Da hat er lange gestanden und hat geguckt. Und dabei ist er beim Gucken und beim Stillstehen ist er ein bisschen tiefer im Boden eingesackt. So ist es nämlich. Und hat sich dabei an so einen Baum gelehnt und da ist so eine Abschabspur an der Rinde wahrscheinlich. Genau. Und rechts liegt noch eine Kippe. Die hat er geraucht beim Glas. Gucken. Ja, stimmt. So ein weitsichtiger. So ein Opernglas. Genau, okay. Und vielleicht liegt noch eine Staffelei daneben, wo ein Bild vom schlafenden Sam drauf ist oder so. Gut, gucken wir weiter. Bei dem Gedanken daran wird mir echt richtig unbehaglich. Na, so kann man das auch nennen. Ich muss sagen, in der Situation, die er so alles durchgemacht hat, ist das hier noch die harmloseste Situation, in die er geraten kann. Wie konnte er mich hier im Dunkeln überhaupt sehen? Nachtsichtgeräte beim Militär ist jetzt nicht unüblich, oder? Und wer weiß, ja, vielleicht war es auch ein Zombie, der da lang geschlurft ist. Er hat womöglich eine Taschenlampe, können wir jetzt anbieten als Option. Oder vielleicht war es schon hell. Guter Punkt. Ja. Ich finde, wir bringen hier sehr gute Punkte auf. Okay, machen wir das? Möglich. Was meinst du, soll ich den Spuren folgen? Oh. Könnte aber gefährlich werden. Jetzt hadere ich aber auch mit mir. Das Spiel macht es einem aber echt nicht einfach, ne? Weil zweimal jetzt sind wir ja vorsichtig gewesen. Das letzte Mal, als wir die Spuren im Gras gesehen haben, sind wir nicht hinterhergegangen und im Haus sind wir auch erstmal nicht runtergegangen. Das zweite Mal ist es dann wirklich eskaliert. Könnte es jetzt halt sinnvoll sein, da mal nachzugucken? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, es kann sinnvoll sein, denn immerhin wurden wir nicht umgebracht von dieser Person. Gut, ja, stimmt. Okay, dann machen wir das. Ja, okay, komm, wir machen hier mal ein bisschen Thrill in die Episode, denn die andere Option wäre, dass er die Straße suchen soll und das ist ja nun wesentlich langweiliger, oder? Also ja, folge den Spuren. Bam, wir werden jetzt vom Jäger zum Gejagten. Jawoll. Nee, falsch. Was? Andersrum, oder? Stimmt. Stimmt, wir werden natürlich vom Gejagten zum Jäger. Na gut. Wir werden vom Jäger zu dem mit der Flinte. Okay. Alles klar, sagt er. Sehr gut. Alles klar. Ich bin wirklich gespannt. Ja, wir erst. 45 Minuten haben wir Zeit, bis er sich meldet. Also meinst du, ist das vielleicht dieser Militär-Henny und er hat uns deswegen nicht umgebracht, weil wir ihm uns nicht zum Feind gemacht haben im Keller? Haben wir das? Das stand auch in diesen Statistiken, dass wir uns ihn nicht zum Feind gemacht haben. Scroll mal hoch, da stand, man kann ja diesen Bericht nochmal angucken. Mir ist so, also vielleicht ist es auch nicht so wichtig, aber mir ist so, als hätte da gestanden, dass wir mit so und so viel anderen Prozent
uns dem zum Feind gemacht haben. Nee, eben nicht, eben nicht. Echt? Okay. Weil wir haben ja auch nichts gemacht. Deswegen hatte ich ja gemeint, wahrscheinlich hätten wir ihm sonst den Sack vom Kopf getan, dann hätte er uns angefleht und wir hätten dann wahrscheinlich gesagt, so nee, hier, lass mal lieber die Händchen, so meintest du das wohl. Die Händchen im Seilchen und dann hätten wir uns wahrscheinlich zum Feind gemacht. Vielleicht ist das der Typ. Und jetzt ist er super dankbar und ist unser bester Freund, also Sams bester Freund. Mhm. Ich habe den mysteriösen Fremden noch immer nicht eingeholt. Okay, Sam ist wieder da. Entweder er war doch mitten in der Nacht bei mir und besitzt nun einen dementsprechend hohen Vorsprung oder er hat sich bisher keine Pause gegönnt. Ja, Sam, du machst es aber auch nicht den Eindruck, als wärst du hier ein Marathonläufer. Also vielleicht bist du einfach nur langsam. Woher kannst du überhaupt Spuren lesen, ist jetzt die Frage, oder? Oder er ist ganz einfach schneller als du. So, das wäre jetzt das, was ich auch gesagt hätte, genau. Das ist wieder irgendwie keine richtig geile Antwort. Ja, wahrscheinlich bist du einfach zu langsam. Ja, willst du sagen? Boah, du bist ja, ne, was drauf. Ist denn das andere? Woher kannst du, das ist völlig irrelevant. Ja, okay, das stimmt. Okay, also das dann sagen würde wir ja, das. Mhm. Also, okay, mach mal. Haha, ich gebe ja schon mein Bestes. Wenn der Fremde nicht gerade auf der Flucht ist, kann ich mir das schlecht vorstellen. Also bisher hat Sam ja nicht mit Glanzleistung im Sport oder Werfen oder sonst was gepunktet. Hat er nicht diesen blöden Wecker zu kurz geworfen? War da nicht irgendwas? Ja, das ist tatsächlich irgendwie eine Nulpe. Ja. Naja. Oh! Da ist er. Ich habe den Fremden eingeholt. Er steht an einem Fluss und sieht hinein. Aha. Er rasiert sich wahrscheinlich oder so. Nö, ich glaube, er benutzt den als Spiegel, oder? Meine ich ja, zum Rasieren. Nitze. Um sein schönes Gesicht zu betrachten. Oder zu sich, um sich zu rasieren. Egal, er hat mich nicht bemerkt, sagt er. Mhm. Okay, beschreib ihn mir und was jetzt, können wir fragen. Komm, wir machen beschreiben, oder? Wir wollen wissen, wer das ist. Okay, mal gucken. Ungefähr 1,60. Oh Gott. Füllige Statur. So ein Lein. So ein Zwerg. Trägt einen riesengroßen Rucksack auf den Schultern und Punkt, Punkt, Punkt. Füllt, glaube ich, gerade seine Flasche. Irgendwie sieht er aus, auch eher so aus, als würde er wandern gehen und den Wald genießen. Klar, was man halt so macht. Ich meine, gut, bei einer Zombie-Apokalypse sind halt nicht so viele andere Menschen unterwegs. Da hat man seine Ruhe, ne? Man kann sagen, ja. Von daher kann so das schon sein. Touris. Ist es wirklich der Fremde? Oder dann hat er bisher wohl Glück. Ist es wirklich der Fremde? Warte mal, wie? Was? Wie? Ist es wirklich der, den wir verfolgen, also bezüglich der Fußspuren? Nehme ich an. Okay. Darauf zieht die Frage ab. Dann machen wir das, oder? Fragen wir das. Ja, das mit dem Glück ist ja albern. Ja, genau, da werden uns keine neuen Informationen entgegenschlagen. Ja, die Spuren haben mich ganz eindeutig zu ihm geführt. Daran besteht kein Zweifel. Oh, oh, schreibt er. Von hinten nähert sich ein Toter. Er schlurft direkt auf ihn zu. Nein! Rette ihn! Was? Wieso hört er ihn nicht? Wenn er sich nicht bald umdreht, wird er zerfleischt. Und da hast du noch Zeit zu tippen. Jetzt wirf das blöde Handy an den Kopf von dem Fremden, damit er gewarnt ist. Oder mach so einen Nokia-Klingelton an oder irgendwas, Mensch. Hilf ihm! Komm, wir helfen ihm, oder? Mhm. Also wir können sagen, bleib, wo du bist oder hilf ihm. Komm jetzt, hilf ihm. Zack! 10 Minuten später. 10 Minuten. Also ich würde sagen, also wie ich Sam einschätze, ist Hilfe bei ihm einmal gegen Baum klopfen oder sowas. Oder er stürmt auf ihn zu und im letzten Moment stolpert er und fällt hin. Oh, genau, in den Mund von dem Zombie. Naja, genau. Naja, gucken wir uns dann mal an, was hier passiert. Oh. Ich konnte den Fremden nicht rechtzeitig warnen. Sam, man muss einfach nur schreien. Was ist da los? Der Tote hat ihn gebissen, kurz bevor ich eingreifen konnte. Das heißt nicht eingreifen, das heißt schreien. Okay, jetzt können wir fragen, was mit dem Fremden ist oder was mit dem Toten ist. Jetzt sind es aber übrigens beide gleich Tote, von daher. Ach, Sam. Frag mal nach dem Toten. Okay, machen wir. Der Fremde hat ihn getötet. Aha, war ein ziemlich schrecklicher Anblick. Mhm, okay. Ach so, okay, cool, schön. Mhm. Er hat mir erzählt, dass er letzte Nacht nur zufällig auf mich stieß. Er hatte abgewogen, sich mir anzuschließen, sich aber dagegen entschieden. Mhm. Och man, jetzt hätten wir fast einen coolen neuen Kumpel gekriegt. So, jetzt können wir sagen, tut mir leid für ihn oder das war wohl die falsche Entscheidung. Ja komm, wir sind nett, oder? Wir sagen, tut mir leid für ihn. Oder? Ich meine, was verstehe ich nicht. Tut mir leid für ihn. Was tut mir leid?
Na, wahrscheinlich, dass er sich dagegen entschieden hat. Ja, oder dass er sich dagegen entschieden oder was? Ich oder weiß das, nicht. Ja. Oder das. Finde ich eine komische Antwort, aber ja, kannst machen. Oder das war aber die falsche Entscheidung. Können wir natürlich auch sagen, ne? Macht jetzt wahrscheinlich also mehr Sinn. Würde das machen, ja. Ja, dann machen wir das. Sieht wohl so aus, obwohl ich mir wirklich nicht sicher bin, ob ich ihn mitgenommen hätte. Mhm. Als ob Sam hier irgendwie die Entscheidung treffen würde, weißt du? Okay. Er reinigt gerade seine Verletzung. Keine Ahnung, ob er weiß, dass der Biss seinen Tod bedeuten wird. Woher weiß Sam das denn? Von dem Mädel? Nee, oder? Das ist nicht 100% bewiesen. Na gut, okay. Die hat nur ein bisschen rumgeschrien und danach hatte er den Eindruck, sie nochmal gesehen zu haben in dem Pulk von Untoten. Okay. Aber das ist nicht bewiesen. Sam hat eigentlich keine Ahnung. Jetzt macht er hier einen auf Macker und will hier irgendwie den Besserwisser raushängen lassen. Der weiß es genauso wenig. Mhm. Aber jetzt hätten wir ein Testobjekt, um das herauszufinden, will ich nur mal anmerken. Okay, jetzt können wir Sam sagen, dass er, oh, das ist hier wie in der dritten Klasse, weißt du, so sag mal dem, dass diese das gesagt hat. Also wir können Sam sagen, dass er dem anderen sagen soll, dass er sterben wird. Oder wir können Sam sagen, dass er dem anderen verheimlichen soll, dass er sterben wird. Ich würde es ihm sagen. Falk, du bist ein ehrliches Äpfchen. Mhm. Oder was auch immer für Tiere für Ehrlichkeit stehen, ich weiß es nicht. 2 Minuten später kommt Sam wieder und... Ich habe es ihm gesagt. Und er will, dass ich ihn töte. Sehr gut, wir kriegen sein Zeug. Ja! Yeah! Nice! Da habe ich gar nicht dran gedacht. Cool. Loot. Okay, jetzt können wir sagen, das kann doch nicht sein Ernst sein. Oder du solltest es tun. Ich würde sagen, komm, du solltest es tun. Ey, der hat doch eh keine... Also, ja, wenn ich eins in Zombie-Filmen gelernt habe, dann solltest du es tun. Dann solltest du es tun. Übrigens befürchte ich allerdings, dass Sam... sich 1 oder 2 Nudeln aus dem Rucksack nimmt, ja, weil er mehr nicht tragen kann. Ja, und den ganzen coolen Kram, der da noch drin ist, den wird er wahrscheinlich nicht mitnehmen. Okay, solltest du es tun? Okay. Verdammt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, Sam, es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Mhm. Okay. So, dann... So, warte, jetzt hier. Okay, so, und jetzt können wir den anderen erlösen oder ihn verlassen. Aber wir ziehen es durch, oder? Ja. Erlösen, genau. Ich will sein Loot. Okay, so, zack. Scheiße, weißt du überhaupt, was du da von mir verlangst? Ja, wir wissen sehr genau, was wir verlangen. Genau. Er wird ohnehin sterben. Oder stell dir vor, du wärst an seiner Stelle. Zweites. Ja, komm, sag mal das da. Emotions. Wir machen das ein bisschen psychologisch, ne? Mhm. Ich weiß doch, verdammt. Aber das macht es nicht leichter. Ich muss mich zusammenreißen. Die Frage ist auch, womit man ihn tötet, ne? Ich werde ihn töten. Ja. Ihn jetzt zu verlassen wäre deutlich grausamer. Auch nicht. Gut, nicht. Einsicht ist der erste... Aber ich habe nicht mal eine Waffe, siehst du? Jetzt fällt es ihm auch auf. vielleicht hat er eine. Mhm. Das ist eine gute Frage. Die andere wäre, lass dir was einfallen, aber vielleicht hat er eine Macht einfach Sinn, weil er will ja auch getötet werden. Von daher ist er wahrscheinlich auch hilfsbereit. Ich werde ihn fragen... Okay, so, und jetzt, ich würde sagen, wir spielen noch, bis wir den anderen erlöst haben oder so. Nein, Fehlanzeige. Aber. Es gäbe auch noch einen Fluss direkt in der Nähe, da kann man auch mitarbeiten, ne? Stimmt, schwerer Stein. Ach, guck, das sagt er auch. Der Fluss hier ist vermutlich tief genug. Ja, gut, okay, sehr gut. Ich habe doch nur Spaß gemacht, aber das Spiel sagt jetzt wirklich, ertränke ihn. Oder nein, lass dir was anderes einfallen. Ich würde was anderes machen wollen. Okay, was schwebt dir vor? Keine Ahnung, hängen oder sowas. Ist auf jeden Fall, ich glaube, ja. Also ich habe keine Ahnung von umbringen oder so. Falk ist hier der Profikiller. Aber gefühlt ist, glaube ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich vertraue einfach Sam nicht, dass er nicht auf irgendeinem glitschigen Stein ausrutscht und dann selbst irgendwie ertrinkt. Also, nein, lass dir was anderes einfallen. Sehr gut. Vor mir liegt ein großer Stein. Ich kann ihm doch nicht einfach den Schädel einschlagen. Oh Mann. Doch, das geht. Wenn der Stein groß genug ist, geht das wahrscheinlich relativ einfach, ne? Also, da muss ich ihn jetzt mal hier korrigieren. So. Aber das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Okay, und jetzt können wir uns nochmal entscheiden. Töte ihn oder geh.
Mann, also jetzt fragen sie dreimal nach, aber wir bleiben konstant, oder? Wir stehen zu unserem Wort, ne? Falk, du willst doch jetzt nicht irgendwie umdrehen, oder was? Also, wir brauchen doch, wir wollen doch seine Sachen nehmen. Das ist aber schon ekelhaft, ja. Ja, aber es ist ein Fluss in der Nähe. Vielleicht kann er das auch ein bisschen sauber machen, denn alles dann. Ja, okay, töte ihn. YOLO ist ein Spiel. Außerdem, ey, mal ehrlich, diese ganzen Zombies, die da rumlaufen, die sehen wahrscheinlich genauso aus, nur sind sie noch aufrecht. Also, weißt du, so einen großen Unterschied macht das wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Mhm. Also, töte ihn. Okay. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt entscheidet er sich selber, oder was? Ach, und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir ihn jetzt ertränken sollen oder ob er ihn erschlagen soll. So. Falk, spielt mal den Richter hier. Erschlagen ist schon hässlich, aber ertränken eigentlich genauso. Also töten ist halt scheiße, aber... Ja, aber ey, ich entscheiden wirklich, muss. Wir fallen in das Wasser und ertränken uns selbst. So wird das laufen. Ja, von mir aus. Also erschlagen. Ja, das ist, keine Ahnung, das ist, ja. Es reicht auch, wenn er ihn einfach ohnmächtig schlägt, vielleicht. Mal sehen. Er schlage ihn. So, 10 Minuten später, wie lange braucht er denn? Später Stein. Ich glaube, er hat einfach einen kleinen Kiesel genommen und musste den jetzt sehr oft werfen. Ich habe es getan. Er hat es getan. Puh, okay. So, dann wollen wir nochmal kurz hier die zum Abschluss lesen, was er ich sagt. Ich muss hier weg, sagt er. Aber nimm die Sachen mit. Ah, okay, sehr gut. Okay. Warte, er hat sicher etwas Nützliches bei sich oder bist du okay? Aber wir nehmen schon das Erste, oder? Wir fragen ja schon. Ja. Ne? So, und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir vielleicht einen kleinen Cliffhanger machen. Was sagst du dazu? Würde ich sagen. Okay, die Folge ist nämlich schon ganz lange und das ist doch jetzt mal eine spannende Sache. Was hat er bei sich? Liebe Zuhörer, ihr könnt euch darüber Gedanken machen und uns in die Kommentare schreiben, was wohl in diesem Rucksack Nützliches ist und was davon zu schwer ist, dass es Sam mitnehmen kann. Weil Sam kann ja nicht so viel, ne? Genau, den und Rucksack. Wenn er was Cooles gefunden hat, wie zum Beispiel Kompass, dann lässt er ihn einfach liegen. Ja. Bin auch schon gespannt. Genau, ich auch. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Falk, es war wieder eine Freude und bald geht's weiter. Sam, wir sehen uns in 2 Wochen. Mach keinen Scheiß. Guck mal, das kannst du ja schon mal ein bisschen waschen oder so. Alles ein bisschen sauber machen da. Die Hände sauber. Genau, und den Stein vielleicht auch und so. Okay, also dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.